coming to this team, I had high expectations for myself that I wanted to set for myself. The team seen me training with the squad, and I think that they embraced me pretty well. They liked my personality, they liked the person I was, and the work ethic and the talent that I could bring to the team. Being here in Germany, you know, they're very friendly, very nice, kind people. I haven't had one bad experience since I've been in Germany. My name is Tristan Watson. I'm from Toronto, Canada. I began playing soccer when I was about 4 years old, and I just always knew that I wanted to play soccer from the minute I first played. Since being in Germany, it's definitely improved my love for the sport, which has also increased my, you know, my talents, my passion for the sport. It's helped me to be able to think ahead, play faster, stronger. Training veranstaltet, wo mehrere, 25 Leute aufliefen, und der Tristan hob sich natürlich auch gleich ab, eben wegen der Größe, wegen der, seiner Spielweise, die manchmal ein bisschen an American Football erinnert. Er spielt sehr körperbetont, haut sich volles Rohr rein im Training, im Spiel, ohne Rücksicht auf Verluste, sich selbst gegenüber und auch dem Gegner gegenüber, und also mir persönlich gefällt diese Spielweise sehr gut. Tristan ist auf jeden Fall eher der bulligere Typ, der die Bälle hält. Er ist, wie gesagt, aufgrund seines Körpers gewinnt er auch oft und viele Zweikämpfe, was, glaube ich, auch sein Spiel ist. Also er kommt nicht über die Technik oder über den Fußball, er kommt über den Kampf, denke ich. Und das zeichnet ihn auch aus, und das zeigt er auch im Training. Stärken, also sein Körper als erstens. Und Kopfball ist er stark. Er kann gut Ball halten, finde ich. Und also ich finde, technisch ist er für seinen Körper, also für die Größe, finde ich es auch relativ gut. Der KSV Baunatal hat eine gewisse Historie, eine gewisse Geschichte. Wir haben in den Ende 70er Jahre wurde hier zweite Bundesliga gespielt. Danach dritte Liga, das war halt die Oberliga Hessen. Mittlerweile macht der DFB uns nicht wirklich einfach, aus diesem, ja, sag ich mal, Dilemma rauszukommen. Sie schotten den Profibereich rigoros ab gegen uns Amateure. Daher muss man sich einfach fragen, was ist entscheidend, was ist wichtig, was will man. Der KSV Baunatal hat sich dafür entschieden, keine finanziellen Risiken einzugehen, dass der Verein pleite gehen könnte oder sonst irgendwas. Wir probieren alles, was in unseren Kräften steht, um uns in dieser Liga zu etablieren, was unheimlich schwierig ist mit unseren Möglichkeiten. Und ich sage, wenn wir in 5, 6 Jahren wirklich immer noch hier stehen und immer noch Regionalliga spielen, denke ich mal, ist es ein Riesenerfolg. Sehr froh gewesen, dass Tristan zu uns kam. Dementsprechend wurde er auch, denke ich, wird er nicht anders behaupten, wunderbar aufgenommen. Er hat eine Wohnung bekommen, um ihn wird sich gekümmert, meiner Meinung nach. Auch jetzt gerade in seiner Verletzungszeit, denke ich mal, wird er gut umsorgt. Es liegt auch viel an ihm. Er ist ein offener Typ, er kommt mit den Jungs gut zurecht. Ich denke, das ist in Baunatal nie ein Problem gewesen und für Tristan schon gar nicht. My teammates are very friendly. They're not just here just to play, but they're here to get to know one another. Outside of football, they're still a team. You know, there's like a little brotherhood. Many of the guys are, you know, been on the team for a while, so they keep a close connection with everybody. And if you're on the team, you can feel right at home with them as well. Also da muss ich sagen, ich habe auch bei anderen Vereinen gespielt. Also da ist KSV Baunatal ganz anders. Da die Spieler, die sind Respekt, also die respektieren jeden hier, egal wie er ist. In diesem Geschäft, wo er hin will, in dieses Profigeschäft, dazu gehört einfach eine Menge Glück. Dazu gehört natürlich auch eben dieser Ehrgeiz,
den er hat, ganz klar. Aber dazu, wie gesagt, erstmal in erster Linie finde ich, ist das Glück. Und das hat er momentan nicht, weil er einfach verletzt war, jetzt über eine lange Zeit. Jetzt gilt es für ihn, hier wieder ranzukommen, seine Stärken zu beweisen zu können. Und ja, dann wird sich alles andere zeigen.